In unserem Finde ich, das ist Sinne. schon ein Ausschlusskriterium. 1% in 300 Jahren. Wir gewinnen hier aber komplett CO2-freie Energie und dieses Bekehrsystem nimmt die Energie auf, speichert die in Wasserstoff. Das seht ihr hier schon die Speichereinheit stehen. Und die gewinnt, koppelt auch Wärme aus. Hier entstehen Piquets und in dieser Halle mit den Leuten, die ihr hier heute seht, die arbeiten, haben wir das gesamte Know-how entwickelt, um Piquets zu fertigen. Mein Name ist Nihat Abul-Ella und ich bin Gründer und Geschäftsführer der HPS, Pumphaus Solutions GmbH. Du zeigst uns mal ein bisschen, was du zeigen darfst und was ihr zeigen wollt und wir gucken ganz gespannt zu. Wie bist du dazu gekommen, dich mit dieser Thematik so intensiv auseinanderzusetzen, um hier eine ganze anderthalb Etagen anzubieten? Das ist ja Wahnsinn. Ja, das eine, das kommt dann Schritt für Schritt. Also von meinem Ursprung her bin ich Bauingenieurwesen studiert und habe mich dann aber eigentlich vom ersten Tag an auch als Bauingenieur schon für die erneuerbaren Energien begeistert. Wir können Gehen wir hier lang? Laufen? Ja, okay. Gerne. Und habe bei einem wirklich großartigen Ingenieurbüro, ich finde Schleichberger mein Partner, in der Solarabteilung gearbeitet und solarthermische Kraftwerke mit konzipiert und berechnet und deren Bau auch begleitet. Und da war ich schon gefangen, eigentlich im Prinzip bei den erneuerbaren Energien. Und heute fällt uns eigentlich, ich sage immer, das Öl auf den Kopf. Und wir müssen uns darum eben nicht die Köpfe einschlagen, wer es bekommt es zuerst oder wer hat am meisten davon, sondern eigentlich, wir sehen es ja hier, ich sehe jede Menge Photovoltaikanlagen, Module. Wie viel haben wir denn hier? Da sind 10, da sind bestimmt nochmal 20, 30 Module. Ja. Was habt ihr hier? 5, 6 kW Peak? Ja, es ist sogar ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. Müsste zwischen 8 und 10 kW Peak. Okay, so. Und die Module Sonne, sind unterschiedlicher Generation. Die Sonne scheint vom Brandenburger, vom Berliner Himmel runter. Ja. Und hier wird Energie erzeugt. Richtig. Sihat, dann erzähl uns doch mal, was wir hier Tolles sehen. Haben. Ja. Also klar, das ist eine unserer Testanlagen, in der wir ein Piquea betreiben, um es zu optimieren und zu lernen. Wir werden in Folge des heutigen Tages noch mehrere sehen. Hier sind immer so ungefähr 4-5 Anlagen dauerhaft im Betrieb. Was ihr hier seht von der Seite ist eine Photovoltaikanlage. Können wir ja vielleicht von der anderen Seite mal angucken. Gerne. Also zum Verständnis, ich gehe mal davon aus, ich kenne mich ja auch ein bisschen damit aus, das ist also eine ganz normale PV-Module, was haben Stück 250 Watt, sowas irgendwie in dem Dreh, ja? Genau. Ganz normal, wie man das im Prinzip bei sich auch auf dem Hausdach aufbauen kann. Absolut. Okay. Wir haben hier auch zwei verschiedene Typen, wenn man genau sieht, sieht man das auch nochmal. Monokristallin wahrscheinlich und Poly, oder? Was habt ihr hier? Die eine ist ein bisschen älter, die ist ein bisschen neuer. Genau. Aber wir brauchen wirklich die Elektronen. Also welche Module man nimmt, ist jetzt erstmal für die Anlage nicht entscheidend. Und wir gewinnen hier aber komplett CO2-freie Energie und wir haben jetzt einfach in dem Baucontainer als Testanlage umgesetzt ein Piquet-System anlaufen und dieses Piquet-System nimmt die Energie auf, speichert die in Wasserstoff, das seht ihr hier schon die Speichereinheit stehen und die gewinnt, koppelt auch Wärme aus und wir haben dort drin elektrische Verbraucher, die praktisch den Haushaltsstromprofil nachfahren, also das simulieren und damit reagiert die Anlage wirklich mit Elektronen, mit echten Medienflüssen, interagiert sie genauso, wie sie in dem Haus interagiert. Also das ist ein Piquet-System. Wir sind jetzt hier an einem Entwicklungsstand von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Deshalb nicht wundern, gibt es hier ein paar Kabel mehr, die rausgucken. Das ist natürlich bei dem Endkundenprodukt nicht der Fall. Da haben wir eine ganz glatte, abgeschlossene Oberfläche mit klaren Schnittstellen. Hier ist jetzt auch die Tür nicht anmontiert und trotzdem können wir schon eine Sache bemerken. Es ist extrem leise. Ja, man hört es ein bisschen rauschen, man hört so ein bisschen. Ja. Genau, ein ganz leichtes wenig. Geräusch und das, obwohl die Tür noch, jetzt stell dir auch noch vor, die Tür wäre auch noch davor und wäre geschlossen, dann wäre es sogar noch weniger, aber auch jetzt, wenn du das im Keller hast, ist wirklich sehr, sehr leise. Und wir haben hier oben ein Lüftungsgerät integriert, das ist das Brennstoffzellmodul, das ist die Elektrolyse, die läuft übrigens gerade, das sieht man in dem kleinen Lämpchen. Da unten ist Leistungselektronik, also so Komponenten wie Inselwechselrichter, Leistungswandler sind alle dort integriert. Hier ist die Wasseraufbereitung für die Elektrolyse und wir können uns nachher mal an einem System, was gerade nicht an ist, besser angucken, dann können wir die Elemente rausnehmen. Im Schrank daneben, der ist jetzt zugeschlossen, befinden sich die Batterien des Systems und die Solarladeregler. Hier kann man die Module, also hier kann man auch sehen, wie man die dann rausnehmen würde. Zum Beispiel, wenn man dann eine Brennstoffzelle auch mal austauscht beim Kunden, dann geht es auch relativ einfach. Du machst eine Klappe auf, löst den einen Wasserstoffverbinder an der Seite,
machst du eine Arretierung auf, dann kannst du noch das Kommunikationskabel abziehen und den Leistungsabnehmer abziehen. Das geht auch, ne? Jetzt ist ein bisschen fest. So. Und dann kann man, ich mache es jetzt nicht mehr komplett, dann kannst du im Prinzip die ganze Brennstoffzelle am Stück rausziehen. Und du hast eigentlich nur eins, zwei und hier hinten sieht man es, einen dritten Verbinder. Und dann nimmst du das ganze Modul, nimmst ein neues Brennstoffzellenmodul, schiebst es rein, machst die Arretierung fest, nimmst den Leistungsaufnehmer wieder rauf, nimmst das Kommunikationskabel rauf, das habe ich mir gerade gespart, machst den Verbinder von dem Wasserstoff an die Brennstoffzelle und hast ein Brennstoffzellenmodul ausgetauscht. Das Ganze wird hier in 10 Minuten dauern. Beim Elektrolyseur ist es ein bisschen länger, wird es vielleicht 20 Minuten dauern, weil der Wasser gekühlt ist und du musst noch die beiden Wasserrohre dicht, also abdichten und aufmachen. Deshalb dauert der ein bisschen länger. Und hier unten ist die Leistungselektronik und so aufgeräumt sieht das System dann eigentlich aufgebaut beim Kunden aus. Und wie oft muss denn so eine Brennstoffzelle ausgetauscht werden? Im Moment, also die Brennstoffzelle der ersten Generation, wird so ungefähr 6 bis 8 Jahre sein. Wir geben aber 10 Jahre Garantie. Das heißt, wir nehmen den Austausch der Brennstoffzelle komplett zu uns. Die Brennstoffzelle entwickeln wir weiter und die wird eine Lebensdauer von 10 bis, ich schätze, 14 Jahren erreichen. Das sind dann sozusagen die, mit denen wir danach das System ausstatten. Und um aber volle Sicherheit auch unseren Kunden zu geben, geben wir 10 Jahre Garantie und ganz bewusst den Austausch der Brennstoffzelle. Was passiert mit so einer nicht mehr leistungsfähigen Brennstoffzelle? Kann die recycelt werden? Was passiert denn damit eigentlich? Ja, die wird recycelt. Der Stack selbst, also es besteht ja aus mehreren Komponenten. Das, was sich verbraucht oder was ausgetauscht werden muss nach der Zeit, ist im Prinzip der Stack. Das ist eine Komponente. Der Rest des Moduls kann refurbished werden und auch im Einsatz bleiben. Und der Stack, da haben wir einen Lieferanten, mit dem haben wir einen Vertrag. Das heißt, der Stack geht zurück zum Lieferanten und der recycelt wieder die Brennstoffzelle auf. Da wird einfach die Membran erneuert. Und da ist also wirklich relativ geschlossen, der gesamte Lebenszyklus von dem Gerät. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, die Batterien in dem System übernehmen jetzt welche Aufgabe? Ich gehe mal davon aus, ich rate jetzt mal, da ich mich so laienhaft mit Brennstoffzellen auseinandergesetzt habe und ich weiß, dass die nicht eine unendliche Leistungskurve haben, könnte ich mir vorstellen, die Batterien springen bildlich ein, wenn einer den Herd anschaltet, 5 Wasserkocher, alles gleichzeitig. Und die Brennstoffzelle ist so das, was man vom Elektroauto den Range Extender nennt, der immer so vor sich hin arbeitet. So ungefähr richtig? Ja, richtig. Genau, und damit, wenn man die Technologie ein bisschen anguckt, die Batterien haben ja irgendwann mal eine Alterung über die Zyklen. Also sie sind schon sehr gut, aber sie haben eine Alterung über die Zyklen. Und die Batterien, gut, Lithium-Ionen weniger, Blei-Gel ein bisschen mehr, mögen auch nicht große Temperaturschwankungen. Also gerade geschlossene Blei-Gel-Batterien mögen das nicht so gerne. Und das, jetzt gucken wir auf unser System. Wir haben einen geschlossenen Luftstrom, wir haben eine komplett gleichmäßige Temperaturverteilung. Und wir haben in diesem autarken System eine Energiequelle mit dem Wasserstoff, die immer bei Bedarf Energie nachschieben kann. Jetzt steuert das Energiemanagement das so aus, dass die Batterien eigentlich nie in die Tiefenentladung gehen und immer gut gefüllt sind. Ja. Und dadurch verlängern wir die Lebensdauer der Batterien und wir halten sie auch immer bereit, um perfekt, wie du es beschrieben hast, um Leistungsspitzen, die aus dem Haus kommen, immer bedienen zu können. Eine gut gefüllte Batterie hat überhaupt kein Problem mit einer Leistungsspitze. Jetzt gehe ich mal rüber und gucke auf die Wasserstoffkomponenten. Die Wasserstoffkomponenten laufen besonders dann zuverlässig und langlebig, wenn sie wenig Start-Stopp-Zyklen haben und wenn sie möglichst gleichmäßig im optimalen Leistungspunkt betrieben werden können. Und genau das können wir bei unserem Energiemanagement gewährleisten, weil wir die Batterie mit dabei haben, die die Dynamik des Hauses und die Leistungsspitzen eigentlich direkt abfangen kann. Okay. Und dadurch ergänzen sich eigentlich die beiden Technologien gegenseitig und erhöhen Lebensdauer, damit natürlich auch wieder Kosten von dem System. Also mich erinnert das Ganze an so ein, du hast es vorhin auch schon gesagt, auf der einen Seite an so ein Kraft-Wärme-Kopplungssystem und an der anderen Seite an einen nicht rollenden Toyota Prius, der ja auch so als Hybrid immer wieder versucht, die Batterie auf einen bestimmten Stand zu halten, mal den Motor anwirft. Das wäre dann hier sozusagen das Brennstoffzellensystem, um das alles zu machen. Gut, okay. Kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wofür sind welche Komponenten genau da? Ja. Ich denke mal, es fängt wahrscheinlich irgendwo mit der Wasseraufbereitung an. Ja, also das heißt, ich brauche für diese Heizung, für dieses Stromsystem auch einen Wasseranschluss. Ja, also ich würde sagen, für den Stromanschluss, für den wirklich 365 Tage Sonne. Das ist, haben wir uns so überlegt, weil
man benutzt ja 365 Tage im Jahr Sonnenenergie und, ja. und damit ersetzt man erstmal den Stromanschluss mhm. und dann gegebenenfalls in Kombination mit Wärmepumpe oder einem Passivhaus auch die Heizung. Okay. Mhm. Also, was macht die Wasseraufbereitung? Ist es sowas genau. wie den Wasserfilter, den ich zu Hause habe, der enthärtet und so weiter? Der deionisiert das okay. Wasser für die Elektrolyse. Yeah. Du hattest vorhin schon im Gespräch auch gefragt, ja sag mal, wie viel Wasser brauchen wir denn? Mhm. Also um ein durchschnittliches Haushaltsstromprofil über das ganze Jahr zu versorgen, brauchen wir ungefähr eine Badewanne. Das ist 150 Liter. Ich glaube, wir reden über 1,50 Euro im okay. Jahr. Also okay. das ist wirklich wenig, weil der Energiegehalt hat in Wasserstoff ist halt wirklich sehr, sehr gut. Und die Wasseraufbereitung findet hier statt und der Elektrolyseur erzeugt jetzt den, übrigens auch wirklich jetzt gerade live, genau, das sieht man nachher hier an dem iPad, das zeigt den Live-Zustand der Anlage. Das kannst du vielleicht mal in die Kamera halten, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen. Genau. Wir haben extra wirklich eine nicht ganz so technische Anmutung gewählt für die Darstellung und haben versucht, ein Bild zu finden, auf dem man mit einem Blick sehen kann, wie eigentlich der Zustand der Anlage ist. Okay, und die Größe der Blasen sind wahrscheinlich der Füllstand oder irgend sowas in der Richtung und die laufenden Blasen ist, wo der Energiefluss gerade hingeht. Perfekt. Okay. Und der hellblaue Kreis, wenn der gefüllt ist, bist du bei sozusagen, der zeigt 100% an bei Batterie. Okay. So siehst du sofort eigentlich, wie voll ist es. Die beiden hier sind Verbraucher. Wenn ich jetzt auf die Sonne raufklicke, dann sehe ich, dass die Anlage gerade knapp 6,9 kW macht. Genau. Ja, okay. Genau. Und jetzt kann ich sagen, im Moment läuft der Elektrolyseur mit rund 2 kW Leistung. Der erzeugt Wasserstoff. Mhm. Und das ist der Verbrauch. Das ist hier ein Verbrauch, der in der Anlage ist. Den kann ich übrigens gleich einschalten. Dann siehst du auch, dass das alles live ist. Und das ist die integrierte Batterie. Die wird auch gerade geladen und hat einen Füllstand. Und aha, das heißt, die Batterie mit knapp 4 kW, wir haben 2 kW, die in den Elektrolyseur können, wir haben gerade ein knappes kW, was hier an Strom verbraucht wird. Und das sollte und in Summe dann... haben wir in Summe ungefähr die 6,8 irgendwas kW Peak, die wir gerade kriegen. Und das System wird dann intern entscheiden, wo packe ich den Strom jetzt im Moment am effizientesten hin. Jetzt ist er weg. Okay, also ins Haus oder in den Speicher, da ist irgendeine Logik dahinter. Bei meinem Batteriespeicher ist das ja auch so, da kann ich ja auch sagen, ich will, dass zuerst die Batterie geladen wird und dann oder wie auch immer irgendwie. Ne? Genau. Okay. Und das ist etwas, also da bin ich auch stolz auf unsere Ingenieure, das haben wir ganz am Anfang gemacht. Man redet immer davon, dass man es über das Energiemanagementsystem optimiert. Ja. Und wir versuchen die wirklich für unsere Kunden eigentlich am Ende zu optimieren. Und wenn ein Ingenieur was optimieren will, dann braucht er einen Freiheitsgrad. Also er muss irgendwas verändern können. Jetzt nehme ich mal ein einfaches Beispiel. Ich habe eine PV, die erzeugt Strom. Die geht zum Verbraucher, das war's. Okay, ist einfach. Dann habe ich eine PV, die erzeugt Strom, das geht zum Verbraucher und dann speise ich ein. Okay, ist auch eine relativ einfache Logik. Nächster Schritt, ich habe eine PV, ich habe einen Verbraucher, der ist versorgt, ich habe eine Batterie, die ist voll und dann speise ich ein. Das ist ja eine Kaskade, die ich relativ einfach programmieren kann. Wenn ich jetzt aber einen Kurzzeit- und einen Langzeitspeicher habe, wenn ich Energie in Form von Strom und Wärme nutzen kann, wenn ich Wärme in Form von Luft und Wasser erzeugen kann oder auch mal über einen elektrischen Heizstab direkt in Warmwasser verwandeln kann, dann habe ich plötzlich Möglichkeiten. Und innerhalb dieser Möglichkeiten kann man jetzt anfangen, über die Steuerung des Systems zu optimieren. Gerade auch, wenn jetzt zum Beispiel die Batterie auch die Laufzeit der Wasserstoffkomponenten beeinflusst und andersrum, jetzt kann ich plötzlich steuern. Ja, da kannst du viel machen. Und da haben unsere Ingenieure, da ist auch eine Promotionsarbeit draufgegangen und Masterarbeiten und viel Arbeitsstunden, das System wirklich genauso auszusteuern, dass es am Ende das effizienteste, kostengünstigste und leistungsstärkste System wird. Jetzt habe ich mal zu der Technik noch zwei Fragen, bevor wir uns draußen mal die Wasserstoffspeicherung angucken. Und zwar, das Erste, was mich interessiert, was für Batterien verwendet ihr? Wir haben heute aus deutscher Herstellung geschlossene Bleigel-Batterien. Okay. Und die Bleigel-Batterien sind ja so, da sind eben genau die beiden Punkte. Die haben Vorteile. Die werden komplett recycelt. Also das Blei wirklich zu 100% der Batterieblock, zu rund 90%. Ich habe mir das vor Ort angeguckt. Und sie bleiben in einem geschlossenen Kreislauf. Der Nachteil wäre eigentlich, dass sie halt bei tiefen Temperaturen nicht so gut reagieren, dass sie die Tiefenentladung nicht mögen, dass sie sind schwerer. Und im Automobilbereich, deshalb gewinnt im Automobilbereich immer Lithium-Ionen-Technologie, weil du musst leicht sein, du musst kalte Temperaturen können und du musst die Tiefenentladung hinnehmen für die Reichweite. Und das hatte ich ja schon erläutert, genau das können wir vermeiden,
indem wir geregelte Temperaturen haben, indem wir die Tiefenentladung vermeiden über das Nachladen der Brennstoffzelle und dadurch eigentlich zu einem Umfeld kommen, wo die total gut und lange leben. Und vor allem habe ich meistens auch im Haus den Platz, weil das Gleiche als Lithium-Ionen wäre dann nur so groß, ja, genau. Okay. Und die nächste Frage, die ich hätte, ist, weil ich da selber auch so ein bisschen sowas auch mache, Wechselrichterkomponenten für die PV-Anlage, ist das eine Spezialentwicklung oder ist das, bezieht ihr das über eine Firma, die man nennen könnte, aber die wir theoretisch alle kennen würden? Also es gibt ja große Anbieter von Wechselrichtern, bla bla bla. Ja, ja. Also ist es eine Spezialentwicklung von euch für so eine Anlage oder sind das Komponenten, wo auch ein Kunde sagt, ah okay, das ist von Firma so und so, die habe ich schon mal gehört, dann weiß ich so ungefähr, was da drin ist. Ja, also wir heute bauen wir Komponenten ein, die am Markt verfügbar sind. Wir übernehmen nur die Steuerung. Okay. Also wir steuern die Leistungselektronik selber aus und wir verwerten auch die Informationen und holen die uns auch, also über PV-Erträge, die anliegen, damit man dann auch intelligent die Verbraucher steuern kann und die Stromflüsse steuern kann. Das tun wir aktiv mit unserem eigens entwickelten Energiemanagementsystem. Der Leistungswandler selber, der da drin steckt, den kaufen wir ein. Okay, und ich habe noch eine allerletzte Frage, bevor wir rausgehen. Ja. Das ist bei mir immer so. Ganz banal gefragt, da entsteht jetzt Wasserstoff und Sauerstoff. Was passiert mit dem Sauerstoff? Der Sauerstoff ist auf der Luftseite, der Wasserstoff geht ja am Ende durch diese kleine Leitung da oben. Man sieht es wirklich sehr spannend. Das ist ja nicht zu fassen. Ja, das ist da habe ich auch immer wieder einen Aha-Effekt, weil das ist wirklich unspektakulär. Das ist ein Edelstahlröhrchen mit 6 mm Außendurchmesser, 4 mm Innendurchmesser. Ja. Da geht der Wasserstoff raus und der Sauerstoff bleibt einfach in der Luft, in dem Lüftungsgerät und geht dann über das Rohr nach draußen. Achso, der wird gar nicht irgendwie ins Haus geleitet, um dir besonders schöne Luft irgendwie zu machen, sondern der wird nach außen entlassen. Der Sauerstoff wird einfach nach außen entlassen. Wir verbessern tatsächlich auch die Luftqualität und die Raumqualität. Das war eher ein Beifang von dem System. Es ist nämlich so, wenn die Brennstoffzelle läuft, dann erzeugt sie ja den Strom und Wärme und das dritte Produkt, das sie erzeugt, ist Wasserdampf, also Feuchtigkeit in der Luft. Und sie erzeugt diese Feuchtigkeit gerade im Winter, wenn die Luft draußen kalt und damit sehr trocken ist. Und wenn man jetzt so moderne Häuser sich anguckt, die gut isoliert sind, die dann auch eine KWL, also kontrollierte Wohnraumlüftung haben, dann ist es eben so, dass die kalte Luft, sehr trocken, reingezogen wird, dann wird die aufgewärmt, aber dann trockener dadurch. Ist sie trockener und der Mensch fühlt sich oft nicht so wohl, also mit der Haut oder auch den Augen und so weiter ist ein bisschen gereizt. Und das heißt, man würde dann eigentlich gerne die Luft befeuchten. Und wenn man klassische Befeuchtungssysteme sich anguckt, dann hat man dort ein Wasserreservoir, das dann halt verdampft. Ein Wasserreservoir bei mittleren Temperaturen ist immer eine Keimquelle. Bei uns haben wir praktisch ein Wassermolekül, das wie neu geboren ist in der Brennstoffzelle in Form von Feuchtigkeit, genau im Winter und können es dann mit in die Luft geben. Das war nie sozusagen so ganz gewollt, aber wir haben gemerkt, dass das einfach gut funktioniert. Ja. So, wo wird jetzt euer Wasserstoff gespeichert? Ich vermute mal da hinten. Da hinten. Das sieht so nach Gas aus. Ich gehe mal vor. Ich geh dir hinterher. Passt ein bisschen auf, bitte. Das ist ja wirklich eine Testanlage hier. Auch die Einheit hier ist eine relativ alte, der ersten Generation. Also hier nochmal das spektakuläre Edelstahlröhrchen, weil wir auch manchmal denken, okay, ist das jetzt irgendwie eine Baustelle, wenn ich die miteinander verbinden muss. Ja, es gibt ein so ein Röhrchen, da geht der Wasserstoff durch und dann gibt es noch ein Kommunikations- und ein Stromkabel. Die sind am Ende, also hier haben wir es ein bisschen improvisiert gelöst, wie gesagt, das ist ein Teststand. Die gehen am Ende hier durch so ein Rohr durch. Dieses dünne Röhrchen da, also Wasserstoff, habe ich mal gelernt, reagiert ja sehr gerne. Was würde jetzt passieren, wenn dieses Röhrchen jemand jetzt durchzwicken würde und der Wasserstoff hier austreten würde? Ja, also in aller Deutlichkeit, wir könnten jetzt einfach durchflexen, dann würdest du eine ganz, ganz kleine Flamme wie beim Feuerzeug sehen, der Innendurchmesser des Röhrchens sind 4 mm. Dort ist reiner Wasserstoff in kleinen Mengen da, weil das Volumen ist sehr klein, dadurch, dass die Leitung klein ist. Und den würdest du entzünden beim Durchtrennen und dann hättest du eine ganz kleine Flamme für ein paar Sekunden. Und das war's. Die geht dann von alleine aus oder weil das System merkt, der Anschluss ist defekt und die Produktion wird unterbrochen? Ja? Richtig, das System ist so, jetzt gehen wir ein bisschen aufs Sicherheitskonzept. Wir haben auf beiden Seiten sozusagen der Leitung, sowohl am Speicher als auch am System, jeweils zwei, also insgesamt vier, redundant ausgeführte
man nennt es im Englischen normally closed, also im Deutschen von alleine geschlossene Ventile, die müssen aktiv aufgehalten werden und dann immer zwei und das auf beiden Seiten. Das heißt, wenn es zu einem Druckabfall kommt, dann schließt das System sofort die Speicher weg und also ich meine, ich würde es nicht flexen, weil es dann kaputt ist, aber du kannst wirklich die Leitung durchtrennen, ohne dass daraus irgendeine Gefährdung entsteht. Das ist Teil unseres Sicherheitskonzepts und das haben wir auch mit dem TÜV verprobt und war eins der Schwerpunkte unserer Entwicklungsarbeit gleich ganz am Anfang. Jetzt hast du Druck angesprochen. Jetzt frage ich einfach mal ganz dumm, mit welchem Druck wird der Wasserstoff hier gespeichert? Ja, wir speichern den Druck, aber eben auch wirklich erst dann in den Flaschen sozusagen. Bei 300 Bar. Mhm. Du siehst hier so ein Gehäuse, das hat eine TPET-Zulassung. Ich bleibe mal ein bisschen bei dem Thema Sicherheit. Gerne. Eine TPET-Zulassung besagt, dass diese Speichereinheiten im befüllten Zustand bei 300 Bar im deutschen Straßenverkehr bewegt werden dürfen. Das heißt, sie sind auf LKWs im Industrieeinsatz unterwegs, sie sind der Sonne. Das, was man so sieht, ne? So von den bekannten Herstellern, die dann so Flaschen durch die Gegend transportieren, das ist so dieser Bereich, ja? Genau. Und, und das heißt, im Winter bis minus 40 Grad zertifiziert, im Sommer direkte Sonneneinstrahlung auf Stahl bis plus 70 Grad. Das heißt auch, viele Zyklen, weil die werden also zum Linde, Air Liquide etc. zum Gaslieferanten gebracht, werden schlagartig beladen, werden grob angepackt, werden auf LKWs gewuchtet, zum Verbraucher gebracht, werden dort in hohen Mengen schnell verbraucht, wird dann sind sie im Zyklus. Das heißt, die sehen physische Einwirkungen, die sind ausgelegt für Unfallszenarien, dass auf der Autobahn nichts passiert. Die haben hohe Temperaturschwankungen. Und wir haben uns dann mit dem TÜV natürlich drüber unterhalten, wie ist das eigentlich bei uns? Und dann hat er gefragt, ja, wie viele Zyklen macht ihr denn? Eine richtig pro Jahr. Konservativ, nimm doch zwei pro Jahr sozusagen. Und dann meint er, das ist also so, wir schließen die Dauer auf technisch dicht an, wir prüfen sie frei, die Dichtigkeit bei der Inbetriebnahme. Dann stehen sie an einem Ort, meist verschattet. Sie sehen dann praktisch keine Zyklen. Der TÜV meinte, rein formal kann er kein Lebensende sehen und man wird dann eine Sichtprüfung machen. Nach 10 Jahren, wahrscheinlich nach 15 Jahren. Und wenn die inspiziert werden müssen, dann kann man die einfach im Ganzen austauschen. Also dann würden wir das mitnehmen und ein anderes dafür hinstellen. Siehst, ich habe im Chemieunterricht gelernt, Wasserstoff ist das leichteste Element im Universum, was sich gerne verflüchtigt. Und dass es gar nicht so einfach ist, Wasserstoff wirklich lange zu speichern, ohne dass was verloren geht. Wie ist das bei dieser Anlage? Also richtig. Wie viel geht da verloren, wenn überhaupt was verloren geht? Also es gibt immer zwei Sichten. Mit Stahlflaschen, die so konventionell verwendet werden wie hier, ist das Problem wirklich komplett gelöst. Ich kann auch ein sehr plakatives Beispiel dafür nennen. Gleich, wir messen und überwachen das ja schon die ganze Zeit. Wir haben auch mal berechnet, wie lange es dauern würde, wenn du den vollen Speicher hinstellst, um 1% des Speichervolumens über den natürlichen Verlust zu verlieren. Das sind 300 Jahre. Und dann gab es, das fand ich in unserem Sinne... Das ist schon ein Ausschlusskriterium. 1% in 300 Jahren? Zu verlieren. Das geht eigentlich gar nicht. Also, wir arbeiten wirklich hart. Da würde ich aber auch sagen, also, da ist noch Luft nach das oben. Da ist noch Luft nach oben, das stimmt. Es gab mal... Es wurde mal nach der Wende auf der Baustelle, wo früher die Hindenburg getankt worden ist, das kann ich euch auch nochmal die Quelle raussuchen, da haben die damals Wasserstoff-Stahlflaschentanks gefunden, wo der Wasserstoff von damals eingelagert worden ist. Und das waren dann wahrscheinlich 50, 60 Jahre später. Ich hoffe, verrechne mich gerade nicht, suche ich nochmal raus. Und die Flaschen waren voll. Und wir haben, also wenn wir hier dran arbeiten, wir haben ja auch interne Messgeräte, die schlagen praktisch an, bei Parts per Million fängt das Ding an zu piepen. Wenn du dich ein bisschen körperlich bewegst und du atmest aus, kannst du das Gerät schon zum Anschlagen bringen. Und dann gehst du mit dem Gerät auf die 300 Bar gefüllten Flaschen. Das haben wir praktisch jeden Tag routinemäßig gemacht und angeguckt. Und die letzte Komponente, die man hier noch so sehr präsent sieht, ich komme jetzt mal hier rum, tauche mal unter der Kamera durch. Jetzt werden sie ja beladen werden. Der Druck, was ist für ein Druck auf der Leitung, die zuführt? Bis maximal 30 Bar. Okay, so, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr als 300 Bar, um das da am Schluss reinzuquetschen. Ne? Genau. Jetzt ist so ein Kompressor, der ist jetzt gerade aus. Das heißt, da wird jetzt nichts eingelagert im Moment oder wird es jetzt mal irgendwo zwischengespeichert? Der wird zwischengespeichert. Das sind die drei Flaschen, die du auf der Rückseite siehst. Mhm. Das könnte ich euch auch drinnen ganz gut zeigen. Also jetzt sind wir in der Fertigung von Piquea. Hier werden Piqueas gebaut, zum Kunden geliefert. Und hier haben wir mit den Leuten, die hier arbeiten, das gesamte Know-how entwickelt,
um den Piquea zu bauen, inklusive auch der Dokumentation der Arbeitsschritte und der Dokumentation der wichtigen Qualitätsmerkmale, der Abnahmeteststände, die man braucht, um dann immer für jedes einzelne gefertigte Modul höchste Qualität sichern zu können, bevor es zum Kunden ausgeliefert wird. Also das ist die, wir nennen das hier die Kompaktverdichte-Einheit und hier sieht man den Mitteldruckspeicher. Das sind die drei Flaschen, die an der Einheit mit integriert sind, die auf 30 Bar gehen und dann von hier aus den Kompressor. Hier jetzt auch den der moderneren Generation mit den beiden Kolben, der dann den Wasserstoff hochkomponiert auf die 300 Bar. Das macht auch wieder was Tolles für den Kunden. Es entkoppelt nämlich die Laufzeit des Kompressors von der Laufzeit des Elektrolyseurs. Und wir können ihn damit sehr gleichmäßig konstant betreiben. Und der Kompressor läuft dann rund vielleicht eine Stunde am Tag, auch nur am Tag, nicht in der Nacht, im Sommer. Und das kann man auch noch steuern, wenn man das möchte. Wie laut ist der? So mit einer Wärmepumpe vergleichbar oder lauter? Leiser. Leiser? Okay. Ja, wirklich sehr leise. Also rein auf der Zahlenebene sind es 50 dB. Das ist nicht sehr laut. Und das sind Sachen, die auch ein Geschirrspüler oder ähnlich. Hier ist sozusagen die Tankanzeige. Richtig. Und ich würde mal sagen, wir sind jetzt hier bei 230 roundabout Bar. Ja. Das heißt, das Ding ist schon sehr weit gefüllt. Mhm. Das ist sehr richtig. Und wir, gut, also das hier ist ja jetzt unsere Testanlage. Das heißt, hier lassen wir Zyklen auch mal schneller laufen. Es kann jetzt auch sein, dass die Brennstoffzelle mal angeht, um wieder Wasserstoff rauszunehmen, reinzutun. Aber unsere Häuser sind schon jetzt eigentlich in der Regel alle voll. Also nicht, manche sind beim Befüllen, haben einen hohen Speicherstand, manche sind auch schon ganz voll. Ich kann dir nachher auch mal eins zeigen. Wir haben jetzt hier diesen Speicher gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob der bei den Systemen, die ihr verbaut, bei den Kunden größer, kleiner ist. Aber das, was wir jetzt hier sehen, ist so ungefähr ein Meter mal zwei, zweieinhalb, so ungefähr. Wie viel Kilowattstunden geschätzt ist jetzt hier gespeichert? Genau, also. Ich schätze jetzt mal so um die 300? Ne, ein bisschen mehr. Also wir haben, ich bin beeindruckt, deine Schätzungen sind wirklich gut, weil das sind... Ich habe mich belesen. Ah, du wusstest es schon, weil ja, das ist ein Meter sozusagen. Ja. Also die Länge ist wirklich genau ein Meter und die Länge sind 75 Zentimeter. 21, 220 ungefähr. Und du hast gesagt zwischen 2 und 2,5 Meter, das heißt, du warst wirklich gut im Schätzen. Das ist eine L-Einheit, eine Speichereinheit L, die hat 12 Flaschen, 4x3 und dort speichern wir 450 Kilowattstunden an Energie, die du dann aber natürlich noch mit dem Wirkungsgrad der Brennstoffzelle, also chemisch gebunden, übersetzt in elektrisch und Wärme. Beides nutzt du aber, beides kommt aus dem Winter. Es gibt noch eine andere Einheit, die steht jetzt nicht da. Die ist 1 Meter mal 1 Meter, also ist ein bisschen größer sozusagen, dann quadratisch, und die speichert 600 Kilowattstunden. Gut, aber jetzt nochmal zu meinem Verständnis. Also dann ich habe das verstanden und ich glaube, ihr habt das auch verstanden, dass wir hier von Energie sprechen, nicht nur von Strom. Bei diesem ganzen System, Energie heißt Strom, Wärme, so. Also jetzt, ich will jetzt nochmal über die Stromseite nochmal kurz sprechen, weil das für mich jetzt und auch vielleicht für viele, die bei uns zugucken, mit E-Autos sich ein bisschen mit Strom ein bisschen besser ausgehen. Nur nochmal zum Nachvollziehen. Mhm. In diesem Speicher, in diesen Flaschen, hast du gesagt, sind 450 Kilowattstunden Energie drin, aus denen ich Strom und Wärme machen kann. Mhm. Und die Brennstoffzelle, hast du gesagt, wir können ja mal ganz konservativ rechnen, 50%. Das heißt, hier stehen, auf Deutsch gesagt oder vereinfacht, bildlich dargesprochen, rund 225 Kilowattstunden Strom. In dieser einen Einheit. In dieser einen Einheit. 250 Kilowattstunden Strom sind also ein bisschen mehr als zwei große Tesla-Akkus. 250 oder 225 Kilowattstunden Strom. So, und jetzt hast du gesagt, wir wollen über den Winter strommäßig kommen. Da sage ich dir jetzt mal, das haut nicht hin. Na, da steht jetzt eine Einheit. Das heißt, wir haben mehrere Einheiten. Da hinten steht ja noch eine, dann haben wir schon verdoppelt sozusagen. Ja. Wir haben im Moment, sind wir so im meistens so im Bereich, dass wir 1000 bis 1500 Kilowattstunden an Energie speichern fürs Haus. Und wenn du jetzt auf den Winter raufguckst, dann ist es ja so, dass du nicht den PV-Ertrag auf Null hast, das ist sondern klar, aber du überdeckst alle Zeiten. Ja, aber der ist halt trotzdem, ich bin jetzt ein bisschen provokant, so von November bis Dezember, bis Februar ist das so vielleicht 5, vielleicht 10% des Jahresertrages. Da kommt also noch ein bisschen was nach. Was ich vielleicht aber auch gleich im Haus verbrauche. Vielleicht, ich baue mal eine Brücke, wie man sich das vielleicht anders herleiten kann.
Also wenn ein Hausverbrauch, also ich nehme jetzt erstmal einen durchschnittlichen in Deutschland oder einen guten, also nicht schön gerechnet, aber einen realen Durchschnitt, der hat dann vielleicht 4000 Kilowattstunden Jahre Stromverbrauch. Ich hätte 3,5 gesagt, genau. 3,5 bis 4, sogar der Durchschnitt. Aber so, und wenn man jetzt guckt, wie viel Energie verbrauchen die elektrisch am Tag der Haushalt, dann bist du halt vielleicht, also bei 3,5, bei 10, sagen wir mal 10 Kilowattstunden pro Tag. Lass es mal 12 sein im Winter irgendwie. Ja. Und jetzt gehst du mal auf den Speicher und sagst, wir nehmen elektrisch 600 Kilowattstunden Speicher rein. Das wäre jetzt, da hätten wir jetzt eine große, eine kleine Einheit sozusagen drin. So, und dann teilst du die 600 durch die 12. Jetzt nehme ich doch einen Rechner oder machst du es im Kopf schneller als ich? 50. Danke, 50. Das heißt, jetzt gehen wir ins Extrem. Das heißt, du kannst ohne PV-Ertrag, wenn die Sonne untergeht und nie mehr aufgeht, und dann gibt es auch nach ein paar Tagen kein Leben mehr auf dieser Erde, kannst du 50 Tage lang bei vollem Verbrauch, ohne dein Verhalten in irgendeiner Art und Weise zu ändern, dein Haus weiter zu betreiben. Das, wir kennen über 2000 reale Haushaltsprofile, wir haben die alle durchsimuliert. In Realität hast du natürlich noch Erträge, du hast auch mal Schnee, dann ist tatsächlich mal ein paar Tage null, dann hast du aber wieder ein bisschen Ertrag. Und wir haben mit dem Wissen über 2000 Profile das System so ausgelegt, dass du wirklich komplett übers Jahr kommst und die ersten Häuser sind wirklich auch draußen, die keinen Stromanschluss haben und den Winter komplett ganz normal überstehen. Gut, die haben dann aber auch, seien wir mal ehrlich, also ich will das überhaupt nicht schlecht reden, aber ich will es einfach nur auch, dass ihr das nachvollziehen könnt und ich das vor allem auch nachvollziehen kann. Die haben dann wahrscheinlich noch kein Elektroauto. Die haben wahrscheinlich keine Wärmepumpe. Wie gesagt, es soll jetzt keine Kritik an dem System sein. Die müssen wir einfach nur vorstellen. Und die haben, was für eine PV-Leistung empfiehlt ihr für so ein System? Ich denke mal, 5 ist bestimmt zu klein. Ihr fangt bestimmt bei 10 an. Ne? Also 10, ja genau. Wenn du jetzt ein 4000er Profil hast, wäre 10 kW Peak schon eine gute Größe. Und wir sehen im Moment die Tendenz hin auch zu größeren PV-Anlagen. Ja. Aber kurze Antwort, 10 ist eine gute Größe. Und ist das Ganze dann als... Betreiben die das dann als Inselanlage? Weil wenn es eine netzgekoppelte PV-Anlage wäre, wäre ja wieder mit Umlagen und Steuern und Tralala und Pipapo. Das kann doch dann im Prinzip als Inselanlage funktionieren, oder? Ja, also von der Leistungsfähigkeit ein ganz, ganz klares Ja. Es kann als Inselanlage funktionieren. Und wir haben Kunden, die das auch als Insel betreiben. Wir haben aber genauso Kunden, ich will es einfach so sagen, wie es ist, die es auch einfach netzgekoppelt betreiben. Und dann ist das System auch in der Lage, zusätzliche Verbraucher, wie zum Beispiel das Auto, natürlich dann in Kombination mit dem Netz ganzjährig zu versorgen. Also kein Kunde muss dann auf Luxus verzichten oder auf Ansprüche oder Energieverbrauch. Wenn du komplett in der Insel bist, dann ist das Haushalt, so wie wir es besprochen haben, wirklich komplett abgedeckt. Wenn du dann noch ein E-Auto laden willst, geht es im Sommer ohne Probleme. Im Winter wirst du noch Zusatzenergie brauchen. Ich habe mal jetzt noch so ein paar praktische Fragen. Ich versuche die mal alle irgendwie, die mir so eingefallen sind, jetzt auf den Punkt zu bringen. Die erste Frage, die mir jetzt auch so gekommen ist, Überschuss Strom oder Überschuss Gas, was ich hier habe? Vielleicht ist ja der Speicher dann doch schon früher voll. Könnte ich das auch schon ins Erdgasnetz einspeisen oder dürfte ich Strom, den ich hier erzeuge, wenn ich eine Inselanlage habe, auch noch ins Netz abgeben? Geht das über diese, also Strom, den ich nicht über die PV-Anlage erzeuge, sondern Strom, den ich über die Brennstoffzelle erzeuge, darf ich den ins Netz einspeisen? Also die Anlage an sich, dann sind wir weg von der Insel, kann netzgekoppelt betrieben werden und wenn sie netzgekoppelt betrieben wird, dann kann sie auch Energie ins Netz einspeisen. Also ich kann nicht nur direkt von der PV, die Anlage kann einspeisen. Wenn ich also so einen speziellen Tarif hätte, könnte ich den vielleicht nutzen. Die nächste praktische Frage ist, du hast uns draußen gezeigt, du hast ja so ein Hybrid-Wasserstoff-Stromauto. Mit Strom kannst du den hier laden, aber kannst du den hier auch mit Wasserstoff betanken? Also noch nicht. Okay. Wir kriegen die Frage sehr oft, weil das natürlich auch naheliegend ist, da die Sektorenkopplung auch zu ermöglichen. Wir arbeiten daran, wir werden technisch, ist das eine ehrliche Aufgabe, die lösbar ist. Das ist eine ehrliche Ingenieursaufgabe, die werden wir auch angehen. Stand heute ist es normativ eine sehr große Hürde, weil wir haben es halt geschafft, so ein wirklich geschlossenes Sicherheitskonzept aufzustellen, weil es dauertechnisch dicht angeschlossen ist. Wenn ich eine Tankstelle habe, habe ich immer ein offenes System. Und das kennt man auch von jedem normalen Fahrzeug, wenn man auf eine Tankstelle fährt, da hat man auch ein offenes System.
Das ist einfach mit sehr viel Auflagen und Zulassungsthemen verbunden. Mhm. Vielleicht ändert sich das in der Zukunft. Technisch werden wir es angehen. Stand heute laden wir die Autos über Strom. Wir haben uns versucht, darauf zu konzentrieren, den Kunden unabhängig zu machen und ihm eine Lösung zu geben, die uns möglichst auch unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen macht, die wir nicht beeinflussen können. Nämlich, wie ist das genormt mit dem Gasnetz und darfst du nicht im kleinen Bereich. Das sind Themen, die perspektivisch sehr spannend werden können und die wir uns für die Zukunft angucken. Heute wollen wir mit den Kunden gemeinsam das schaffen, immer mehr einzelne Häuser CO2-frei zu bekommen. Mhm. Und das ist erstmal im geschlossenen System. Sieht, wenn ich jetzt Lust habe, mir so eine Anlage hinzustellen, ja, und ich gebe die heute bei dir in Auftrag, was kostet mich das? Mhm. Wobei mir klar ist, das ist noch kein Preis, ne, so wie Bananen bei Aldi, so 10.000 Stück am Tag, sondern ihr baut jetzt dann mal eine, zwei, drei. Aber wo liegt man denn im Moment? Im Moment liegt man zwischen 60.000 und 90.000 Euro. Das, was den Preis variieren lässt, ist die Größe des benötigten Wasserstoffspeichers. Wenn wir so ein System dann auslegen, brauchen wir eigentlich nur drei Größen, nämlich Standort, dann kennen wir die Wetterdaten, PV und Jahresstromverbrauch. Mhm. Und aus den beiden drei Größen ergibt sich dann die Wasserstoffgröße und damit dann das finale Angebot. Ich weiß, es ist natürlich jetzt am Anfang ein stolzer Preis. Tesla war genauso am Anfang. Das ist völlig klar. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir wirklich damit offen umgehen und heute Kunden suchen, die uns helfen, diesen Weg loszugehen. Und wir kommunizieren auch dort klar. Unser Ziel ist es sozusagen, mit dem Volumen in der Produktion die Kosten zu senken. Das ist fast ein Naturgesetz. Das wird auch so stattfinden. Und wir werden diese Kostensenkungen immer an den Markt weitergeben, weil wir wollen, das ist unser, dafür treten wir an, mit ganz vielen Menschen am Ende die Energiewende vorantreiben. Und das ist der erste Schritt. Und Innovation, die neu ist, tritt halt immer an gegen Technologie, die in großen Stückzahlen schon da ist. Hat man bei der PV gesehen, da ist der Preisverfall gigantisch gewesen. Siad, also wir wollten eigentlich nur einen kurzen Beitrag drehen und haben irgendwie heute einen Spielfilm gemacht über euer Thema. Aber das war einfach unfassbar spannend. Ich kann einfach nur erstmal ganz herzlichen Dank sagen, dass du uns diesen super tiefen Einblick gegeben hast in all das, was ihr hier macht. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich glaube, das ist ein Thema, was in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ganz, ganz wichtig werden wird. Ganz lieben Dank, dass wir bei dir sein durften. Und ich glaube, dass wir nicht das letzte Mal bei dir gewesen sind. Schön. Und wenn euch das gefallen hat, wenn es interessant für euch war, ihr könnt gerne die Kommentare unter das Video schreiben. Ich glaube, da kommen sehr viele Kommentare. Das finde ich aber auch super. Abonniert den Kanal. Wir machen ja weiter so eine Videos. Drückt auch einfach mal die Alarmglocke, damit ihr informiert seid, wenn es von uns ein neues Video für euch gibt. Und denkt mal einfach dran, wenn ihr so coole Shirts haben wollt wie das hier, guckt einfach mal in unseren Spreadshirt-Shop rein. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Julian sagt ciao aus Adlershof.